Wir melden uns jetzt vom Wigan of Horrors Stand von Fantabulous Visions. Oliver, wie können wir uns deine Kunstwerke vorstellen? Wie kommst du zu den Motiven und wie bearbeitest du sie? Keine leichte Sache. Also ich lasse mich sehr viel inspirieren von, ja klar, von den Ikonen, sage ich jetzt wie hier bei den Comicgrößen, aber auch Filmhelden, alles Mögliche, was es halt so gibt, fließt in meine Arbeit mit ein und wird in irgendeiner Art und Weise aber auch mit einem Twist versehen, wie es halt bei dieser Serie mit den Skulls and Idols. Dort geht es halt darum, eine Hommage oder auch eine Art Satire dort zu bringen, dass man dann auch mal schmunzeln kann. Also das ist mir auch sehr wichtig. Für dich persönlich, von den Kunstwerken, die du da hängst, ich meine, man fragt einen Künstler natürlich nicht nach seinem Lieblingsbaby, ja. Aber hast du irgendeines, wo du sagst, das war ganz was Besonderes für mich, das war ein ganz besonderes Gefühl, wie es fertig war? Ja, das stimmt schon und deswegen stehen wir auch hier, weil der Batman ist so eine Sache, die, Moment, der halt die Initialzündung einer Serie war, die jetzt halt momentan entsteht und weiterentwickeln wird sich. Und da gibt es ein kleines Buch zu, das nennt sich Skulls and Idols und das ist einfach eine Sache, die wächst und die macht richtig Spaß. Und es ist auch eine freie Entfaltung, also meine übliche Arbeit ist mehr malerisch, mehr künstlerisch, aber festgelegt durch Auftraggeber und in dieser Serie kann ich mich total entfalten. Also ganz frei sein mit Techniken mischen, 3D-Programme, mit Digital Painting, mit freier Malerei, alles kommt mit rein. Wie umfangreich ist die Serie aktuell? Bis jetzt sind es ca. 12 Bilder. 10 davon sind in diesem Buch, was man auch bestellen kann. Es ist geplant, dass noch einige mehr hinzukommen. Die Serie, also die Liste umfasst bisher 150 Namen. Und davon sind auch teilweise also echte Celebrities, allerdings auch fiktive Charaktere, überwiegend fiktive Charaktere, die man halt kennt aus dem Alltag. Ne? Kannst du uns schon den ein oder anderen Namen spoilern, den du wirklich in der nächsten Zeit angehen möchtest? Ja, also das ist zum einen ist es halt Captain America, der noch kommen wird. Der Joker ist in Planung und ja, das waren so die ersten zwei, die ich mehr möchte ich noch nicht verraten, also dass man so eine Idee bekommt. Wie lange machst du das schon? Das Projekt ist erst seit einem Jahr. Das heißt, es sind schon 12 Bilder innerhalb von einem Jahr entstanden. Also es ist abzusehen, dass da noch mehr kommen wird. Und meine Arbeit als Künstler selber geht jetzt schon seit 5 Jahren bin ich selbstständig in dem Bereich. Und insgesamt malen tue ich aber schon, solange ich denken kann. Aber du bist heute zum ersten Mal auf dem Wigan of Horrors. Wie fühlst du dich da und vor allem, wie fühlt sich für dich das Feedback von den Leuten an? Absolut großartig. Also es ist richtig schön hier zu sein und so viele Gleichgesinnte, im Sinne von gerade jetzt der Batman, jeder Zweite spricht mich drauf an und ist ein Interesse da und das habe ich auf vielen anderen Messen noch nicht so intensiv erlebt. Also es scheint hier wirklich so zu sein, dass die Leute auch genau den Witz verstehen, genau diese Satire und das macht's aus. Es ist für mich überraschend schön, überraschend gut und es ist einfach klasse hier zu sein. Dann sage ich dir danke fürs Gespräch, wünsche dir noch viel Erfolg mit deinen Bildern und bis zum nächsten Mal.